für sie Rechenschaft gibt. Was wusste ich von der erotischen Bedeutung? Doch die Idee, dass ich in jedem Menschen kreiste, dass jeder Mensch ich selbst war, rief bei mir Ekel hervor. Denn jede einigermaßen schöne, von einer konventionellen Schönheit, menschliche und männliche Form, noch eine Zeit lang ein wenig Macht über sich bemüht, so geschah dies, könnte man sagen, durch den Widerschein. Diese Macht war der Reflex, der sich dem Gedanken nachgegeben hat. Auch ihm eine nostalgische Kunst. Auf diese Weise erschien mir jede Person nicht mehr in ihrer ganzen, mit ihrer absoluten, mit ihrer großartigen Individualität. Als bruchstückhafte Erscheinung eines einzigen Wesens widerten sie mich noch mehr an. Dennoch, ich schrieb das Vorgehende ohne aufzuhören, beunruhigt zu sein, besessen von den erotischen Themen, die mir vertraut waren und die mein Leben beherrschten. Ich war aufrichtig, als ich von einer Suche sprach, die von dieser Offenbarung ausging. Dass jeder Mensch ganz das Potenzial des Menschen kann nur durch Verbreitung von Angst im Zaume gehalten werden und durch die Verdummung der Menschen, die nicht mittels Geld einen Sack Bildung erwerben können. Aber das Gebäude ist filigran und komplex. Quasi unberechenbar, wie die Bewegung eines Chaospendels.